Wo haben wir denn hier Türen? Hier auf der Seite. Oh, okay. Da jetzt rausfahren. Wir drehen immer. Gut, Lokführer ist zwar auf der falschen Seite, aber trotzdem. Hauptbahnhof würde sogar passen. So, nochmal gucken nach Wagen. Ja, Wagen ist jetzt auf jeden Fall unter DR. Dampflok. Dominik wünscht sich Dampflok. Ich will aber gerne mal jetzt Straßenbahn eben ausprobieren. Hier haben wir eine Front, Heck, Mitte. Hier haben wir so einen Beiwagen. Wäre das der richtige irgendwie? Also vom Zeichen her. Das ist der richtige. Da ist ein bisschen kaputt. Das ist auch gar nicht schlecht. Das ist ja cool. Dazu Ausbesserung stellen. Da würde doch perfekt auf das Abstellgleis hier passen. Da hat hier so eine coole Ausbesserungsstelle. Hier haben wir. Noch ein Wagen. Ne, der hat das gleiche Zeichen. Hängen wir uns mal den hier hinten ran. Ich fahre jetzt erstmal Straßenbahn. Ich probiere es mal aus. Das Problem ist, die Straßenbahnen, die haben keinen Führerstand. Also in der Innenansicht sitze ich hier irgendwo im Nirgendwo. Darum gehen wir mal in die Außenansicht. Wir gucken uns erstmal an unseren Gleisplan. Wo stehen wir jetzt? Wie fahren wir jetzt? Ich habe natürlich auch. Ne, vom Beiwagen ist die Tür verkehrt rum. Das würde ich gerne noch tauschen wollen. Damit die Türen wenigstens auf einer Seite sind. Da fahren wir jetzt hier schön raus und fahren dann mal und gucken mal. So, jetzt. So. Die neuen. Gehen wir mal hier drüber. So, wir stehen jetzt hier. Die Weiche stehen falsch. Wir machen Rechtsverkehr. So, so. Und hier wechseln wir nach Hiem. Und fahren erstmal geradeaus. Und gucken mal, wie das so funktioniert. Vorwärtsgang rein. Und jetzt müssen wir natürlich das Ding noch irgendwie fahren. Licht an. Aha. Hat natürlich keine Sounds, diese Straßenbahn. Aber 20 km/h wird auf jeden Fall gehen. 20 km/h ist nicht zu viel. Können nur 25 km/h. Aber 40 ist bestimmt, ist dann auf alle Fälle zu viel. Ich wollte es nicht ausprobieren. Boah. Nee, sowas wie Hupe oder Glocke haben wir gar nicht. Was hat denn der Wagen eigentlich für eine Nummer? Nummer 12. 12 zum Hauptbahnhof. Wir fahren jetzt zum Hauptbahnhof. Ich weiß noch nicht, wo der ist. Also hier kommen wir schön durch, so durch die Straßenbahn. Am besten noch Blinker setzen, das wäre geil. Achso, hier haben wir sogar. Aha. Hauptbahnhof. Aha. Okay. So, dann wechseln wir hier schön. Das ist geil. Das ist geil. So, und jetzt fahren wir halt dann Vmax 40 km/h. Können wir schön geradeaus donnern. Cool. Hier geht's rum. Dann müssen wir mal anfangen mit Bremsen, weil ich glaube, die hat eine ziemliche Bremsverzögerung. Oh ja. Und jetzt fahren wir mal zurück und fahren mal noch eben den Berg hoch. Und hier fehlt irgendwie die Zugzielanzeiger. Oh, ich knall gegen den Prellbock. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich bin nicht gegen den Prellbock. Oh, auch interessant. Okay. Wir machen hier ein bisschen komisches Zeug. Wir schieben den Wagen ganz komisch in uns rein. Ah ja, Höhe passt. Also mit dem Pantographen, das ist gut. Dass das hier funktioniert. So, leiten mal die Bremsung ein, weil wir haben ein bisschen Bremsweg. Versuchen mal hier geradeaus zu fahren. So, und stellen uns dann schon mal. Gut, passt sogar. Hier die Weiche. So, und jetzt vor. Achso, die Bremse ist irgendwie noch angezogen. Aber die lässt sich auch anscheinend gerade nicht lösen. So, und jetzt geht's hier um die Kurve rum.
bisschen den Berg hoch. Aber ganz schön steil jetzt. Aber cool. Richtig cool. Und jetzt sind wir dann hier auf Bahnhof. Oh, hier ist schon Ende. Oh, Vollbremsung. Rückwärtsgang. Volles Rohr rein. Cool. Aha. Ja, ne, da müssen wir dann hier noch... Den Knick müssen wir noch entschärfen. Aber sonst klappt das alles ziemlich gut. Cool. Nee, nicht beenden, sondern wir gehen wieder in den Welteditor zurück. Und... Wir fahren mal eben kurz Dampflok. Okay, dann hat sich Dampflok gewünscht. Ich weiß nicht mehr wer. So, Baureihe. Jo, finde ich geil, ne? Dann machen wir noch schön, dann bastel ich noch ein bisschen mit der Oberleitung. Da müsst ihr dann nicht dabei sein und so, aber auf alle Fälle finde ich cool. So. Oh nein, der Dampflok war weg. Ich weiß gar nicht genau. Das hat... Nee, den Kohlbunker. Also, okay, da stellen wir mal... Ach, scheiße. Ach, Mensch. Hier stellen wir mal... Wir haben wenig Kohle. Wir müssen jetzt erstmal Kohle auffüllen. Das ist keine Schmalspur, das ist Regelspur. Die Schienen sind Regelspur. Das ist kein Meterspur oder 750 mm. Das ist alles, richtig. So, wir bräuchten eigentlich noch mal ein paar Güterwagen. Aha. Mit 40. 40 ist das schon mal eine ganz andere Zahl. Haben wir ja auch nochmal Getreidewaren? Die gefallen mir. Oh, Alter. Alter. Jetzt kotzen wir einfach mal den Zug ein bisschen. So. So, Dampflok haben wir. Nein, Spiel ist abgestürzt. Oh. Warum? Gut, ihr habt jetzt einen schwarzen Bildschirm. Wartet mal, wir machen mal so hier. Genau, wir machen einfach mal das hier. Ich starte mal schnell das Spiel neu. Ach, scheiße, die Dampflok wieder weg. Ah, Mensch. Warum jetzt das Spiel ab? Verstehe ich nicht. Startet jetzt auch das Spiel nochmal? Hallo. Jetzt, gut. Doppelklick mal wieder. Das Spiel wäre bereits in einer Instanz geöffnet. Bei mir nicht. Ah, jetzt. Du bist noch der Vertreter vom Dominic Gamer. Wo ist denn der Dominic Gamer? Ich meine ja bloß. Ja, irgendwie bin ich auf meine Lautsprecher eingestellt. Als Standard aktivieren, aber ich muss nochmal das Spiel schließen. TT, man sieht es eigentlich an den Kupplungen. Also da erkenne ich es meistens. Und in dem Fall ist es halt die typische Tillisch-Kupplung. Aber das ist halt meine Modellbahn in dem Fall gerade. Jo. Das Foto habe ich auch bloß gemacht, weil ich da gerade diesen LKW neu hatte. Das erste war, dass ich mir mal einen ordentlichen LKW für die Modellbahn gekauft habe. Eigentlich nur deswegen habe ich das Foto geschossen. Da ging es gar nicht so um die Eisenbahn. Arbeiten. Dauert mal kurz eine Sekunde. Ich könnte auch so lange, aber wäre ja gelogen, aber ich könnte so lange auch Pause einblenden. Aber machen wir mal.
Das lassen wir mal. Ich bin immerhin schon mal wieder am Laden. Von der Strecke. Ich gönne mir mal ein Bonbon. Irgendwie. Dominik hat schon geantwortet. Und wir können wieder aufs Spiel umstellen. So, und da bin ich wieder. So, nochmal unser ganzes Geschehen aufbauen. AB, Mensch, irgendwie. Ja, wer ist denn das? Kenn ich dich, AB? Mensch, irgendwie. Wer ist denn das? Lass auf jeden Fall mal ein Like da oder so. Und ein Abo. Das wäre gut. Abo ist auch vielleicht sogar schon. Aber Like kannst du mal da lassen. So, ich bin gerade. Redest du mit mir, Dominik, oder redest du. Mit wem redest du? So. Beim Tender. Machen wir weniger Kohle. Plus, sogar plus 10% meinetwegen. Weil hier ist der Kohlebanzen, da können wir gleich mal versuchen, die schön aufzufüllen. So. Carsten, ich weiß, dass du es bist. Mein Gott. Achso, eine Baureihe 44 habe ich hingestellt. BA52 müsste ich jetzt ersuchen, glaube ich, habe ich nicht aktiviert, oder? Ich speichere mal eben kurz, weil ich weiß nicht, warum genau vorhin der Absturz war. Das ist Schmalspurbahn. Ich habe alles aktiviert, doch hier. Ne, die 52 habe ich schon drinne. Der Zetan hat neues Bildchen gemacht. Ja. Güterzug und Rundkessel. Was genau meinst du mit Rundkessel? Der Dampflok hat immer einen runden Kessel. Ich habe aber keine 52er. Wir bleiben jetzt bei der 44er und damit hat sich das. Na. Oh, das war ja nicht aufgepasst. Ach, Wandhänder. Ja, ich muss nochmal die Lok tauschen. Irgendwie, da steht was Falsches drauf. V60 gibt's auch, aber habe ich, glaube ich, auch noch nicht aktiviert, weil die muss ich zusammen aktivieren mit der Tiger-Trommel. Da ist die mit dabei. So, jetzt müssen wir noch mal ganz kurz die Gedanken einschalten und müssen der Rische. Felix und Kostas sind die Besten. Geil. Wohl. Die B, wir müssen ja auch die R raussuchen, natürlich. Da ist sie doch. Da ist sie doch. So, Wasser haben wir genug. Kohle haben wir. Plus noch 10%. So. Und jetzt haben wir auch. Für die, die es gerade nicht mitbekommen haben, das war auch noch die falsche Bahngesellschaft. So. Wir haben bloß noch ganz wenig Kohle, ne? Man sieht es am Tender. Wir müssen jetzt erstmal Kohle auffüllen. Dafür haben wir ja glücklicherweise hier vorne so einen Kohlebanzen mal hingestellt. In einer der letzten. Für die, die es Let's Play anschauen, in einer der letzten ewigen Zeiten her Folge. Muss ich dir recht geben, ne? Bauer 44. Und ich merke, irgendwie würde es die Esse noch ein wenig. Ja, wegknallen. Die Frage ist auch, unter welchen muss ich ihn hier halten? Oh,
Oh, dem hier anscheinend schon mal nicht. Fahren wir mal noch eins nach vorne. Ja, ein bisschen ruppartig, aber was soll's. Geht nicht. Hä? Uno, Granto. Ne. Ah, wir haben ja gar nicht. Ach, das ist ja. Hä? Oder? Das ist doch bloß ein Objekt. Ich dachte, wir können hier richtig Kohle auffüllen. Oh, scheiße. Na, müssen wir jetzt mit 10% Kohle müssen wir jetzt versuchen, mal irgendwas zu fahren. Was fahren wir denn mal? Die Lok setzt sich in Bewegung. Bleibt mal schön stehen. Hab doch schon gepfiffen. Waldmeister. Ach, ihr seid wohl alle Mann auf dem. Die Lok bewegt sich doch noch. Auf dem Weihnachtsmarkt. Bist du gerade übers Handy drin? Scheint so. Fahren wir hier lang. Wechseln hier rüber. Und setzen uns mal ans andere Ende von dem langen Kohlezug. Oder, Getreidezug. Ist das. Ach, bei dir zu Hause? Ich dachte, ihr wärt auf dem Flohmarkt. Oh. Sehr seltsam. Aber okay. Fast schon irgend so einen Stand finden. Es gibt, das sind doch genauso auch die asiatischen Mitbürger, die dort ihr Obst und Gemüse verkaufen. Gibt es bei uns auch auf dem Weihnachtsmarkt. Also wird es bestimmt auch irgendwo solche alkoholischen Getränke, die kein Glühweinsinn geben. Jetzt Schlauchkasten WLAN. Hat ja dahin bloß schlechtes WLAN. Achso, das ist noch so eine kurze Pfeife. So, wir halten mal hier an. Und dann benutzen wir gleich mal das Ziehgleis. So, wir wollen nämlich hier. So, wir wollen jetzt erstmal in unseren Zug. Und dann fahren wir hier hin. Und dann drücken wir zurück auf eins von. Ja, auf das Gleis hier. Da können wir schon mal die Weichen so stellen, so ein bisschen. So. Du hast auch ein besseres. Doch, wir haben mit mehreren Verstärkern und alles geht's bei uns bis in den Garten und überall hin. So, ich bremse noch lieber ein bisschen mit der Lokbremse. Weil ist halt realistischer. Ich merke auch gerade, ich habe noch gar keine Farbe. Hier liege ich noch die Schienen ein bisschen zu sehr im Gras. Müssten wir mal noch was drunter setzen. YouTube empfängt gerade nicht genügend Videodateien. Was ist denn da wieder los? Bin ich denn noch da? Ich bin aber anscheinend noch da. Oh, hey, was ist denn jetzt los? Oh. Hä?
Mich die Lok völlig verarschen? Ich schieb die Waren weg. Bleib stehen, Wagen. Jetzt hab ich euch. Oh, herrlich. So. Also, wie es aussieht. YouTube zeigt zwar gerade an, dass ich Zwischenspeicher gewährleistet. Irgendwie ist gerade ein bisschen komisch. YouTube zeigt gerade bei mir ganz was komisches an. So, wir fahren jetzt mal vor aufs Zielgleis. Oh geil, sogar mit Schlussscheibe hinten dran. Oh, die wird zwar ein bisschen sehr seltsam angezeigt, aber sie ist da. Gut, Zug setzt sich in Bewegung. So, Weichen sollte ich ja eigentlich gestellt haben. Genau, wir fahren jetzt hier vor, drücken dann zurück und fahren dann den Berg hier hinten hoch. Ich weiß es nicht, ich habe keine Übersicht. Ich habe nämlich meinen rechten Bildschirm ein bisschen anders heute gestrickt. Da habe ich darauf keine... Ach doch, natürlich habe ich Einsicht. Aber ich habe da wirklich nicht drauf geachtet. Ich bin mehr auf... mit dem Spiel beschäftigt, ne? Ich kann das nicht so ganz... nicht so ganz sagen. Du kannst ja dann in den Analytics bestimmt sehen, Carsten. So, Vmax ist ja jetzt, weil wir Rangierarbeit haben, eigentlich bloß 25. Auch schön mit der Schlussscheibe, die hinten so über dem Puffer hängt. Ja, die weichen Laternen, die funktionieren nicht. Wir biegen jetzt hier links ab. Ist die Grafik so gut oder was? Also, weil eigentlich habe ich jetzt nicht so... Ja, die Pfeife ist geil, aber als du das letzte Mal geschrieben hast, hat bei mir YouTube ganz komische Sachen angezeigt, von wegen, dass es auf einmal der Livestream gestoppt hätte, aber anscheinend geht er weiter. Deswegen, ja, natürlich, Pfeifen sind immer geil, Dampflok-Pfeifen sind cool, deswegen haben wir alle Modellbahn-Dampfloks bei uns auf der Gartenbahn, alle Loks auf der Gartenbahn mit Sound, das ist es halt. So. Ich weiß nicht, ob es zu der Zeit schon so eine Art Fernsprecher gab, über Funk, drahtlos. Aber auf jeden Fall sagt der Rangiermeister ganz hinten, DB sind die Waren. Oh ja. Gut aufgepasst, wirklich gut aufgepasst. Wäre mir jetzt nicht aufgefallen, aber solche Waren sind halt auch in der DDR gefahren. Genauso auch mit der Beschriftung und sowas. Ja, aber die sind DB, hast recht. Weil es halt auch, deswegen, weil es halt auch die 44er auch in der DB-Lackierung gibt. Ja, tja, scheiße. Oh, was ist denn hier los? Sehr gut, dass wir das ausprobieren. Ist hier irgendwie ein Gleisproblem? Nee, eigentlich nicht. Die Weiche stellt bei mir nämlich nicht. Also, die stellt schon geradeaus, aber das Blaue geht danach nicht weiter. So geht's, aber nicht so. Das müssen wir jetzt, da müssen wir jetzt mal. Oh, cool. Das ist geil für Dominik. Also, mich wundert's jetzt, dass das hier so seltsam. Normalerweise geht halt hier so ein blauer Strich durch, ne? Und der haut hier nach dieser Weiche auf. Irgendwas ist da faul. Ja, nee, wir lassen die richtige Beleuchtung, dass wir hinten noch die Schlussscheibe dranhängen haben. Ja, hier ist irgendwas. Irgendwas ist hier. Aber was? Okay, eine Weiche hat hier eine Meise. Aber eigentlich sind die doch alle richtig verlegt. Das ist richtig, das ist richtig. Jetzt haben wir's. Gut. Aber gut, dass wir es getestet haben. Also hier hatte die Weiche irgendeine Meise. Krass. Ja, aber dann
Da haben wir den Fehler schon mal gelöst. Perfekt. So, jetzt wechseln wir hier rüber. Oh, da müssen wir auch gleich mal drauf achten, dass hier hinten alle Weichen wenigstens. Weil der Zug, der ist definitiv zu lang. So, so. So, und hier machen wir mal den Flankenschutz ganz einfach rein. So. Und ja, können wir eigentlich schon in die Dampflok vorwechseln. Weil wir sehen es ja dann, wenn wir weit genug sind. So, so. Oh, Alter. Was ein langer Lulatsch. Geil. Mal ein bisschen schöner platzieren. So, mein Energy Drink habe ich schon weg. Steig mal wieder auf Wasser um. Carsten, Leerzeichen B, wenn du doch da bist, heute ist die Verzögerung ziemlich geil. Also die ist bei mir kaum vorhanden. Ich weiß nicht, ob, wenn du da streamst, ob du da noch irgendwie eine komische Zeit hast oder was. Boah, ich hätte ein ganzes Stück früher bremsen können. Alter. Na, was ist denn jetzt der Dampflok? Ja, kann ich aber hier bei der Dampflok nicht aktivieren, oder? Nee, ich kann entweder plus rot machen, da hatte ich aber hinten keine Schlussscheibe mehr dran. Deswegen habe ich das so gelassen, dass ich wenigstens die Schlussscheibe hinten dran habe. Also, wie schnell. Anscheinend habe ich da irgendwas anderes eingestellt, ne? Also bei mir ist der, das ist ziemlich geil. Ich sehe es recht schnell und ich kann ziemlich schnell drauf antworten. Obwohl, so 10 Sekunden, doch, ich habe jetzt gerade, ich habe mir ja auf dem zweiten Bildschirm mit Laufen, ich habe gerade gezählt, können doch auch 10 Sekunden sein, aber irgendwie kam es uns doch vor, also bei Bennett Coaster und sowas, du antwortest viel später auf die Antworten, genauso auch beim Eurotruck Simulator, irgendwas war doch, dachte ich. So, geben wir mal ein bisschen Dampf hier. Ich komme am Mittwoch nicht, nee, nee. Ich habe normal arbeiten. Ich habe keine Lust. Ich, wie gesagt, ich komme erst wieder im Januar. Ganz einfach. Aber wir schaffen hier maximale Geschwindigkeit. Also die Steigung, die ist nicht irgendwie übertrieben oder... Aber die ist super, die Steigung. Ich verliere auch kaum Dampf, also das ist echt spitze. Ich habe, weiß ich nicht, wie viele Kilometer sind es denn von Chemnitz? Du musst das ja mal rechnen. Ich bin hier in Chemnitz und mein Modellbahnclub ist in Liechtenstein. Das ist ja jedes Mal Fahrstrecke, das ist jedes Mal Benzin, das ist jedes Mal Zeit. Da habe ich keine Lust, die aufzuwenden, weil ich habe hier daheim habe ich 1, 2, 3, 4, ich bin viel zu schnell. Auch Haufen Anlagen und da muss ich nicht immer in den Club rein. Ich muss das nicht so sehr haben. Ich bin gerne Clubmitglied, ich mache auch gerne bei den Ausstellungen mit, ich baue auch mal gerne, aber... Muss auch einfach mal Pausen geben, Dominik. Und ich habe es dir schon gesagt, dass ich bis das nächste Mal erst wieder zum Januar komme. Deswegen verstehe ich wieder nicht deine Frage, die da wieder kommt. So, wir sind nochmal Dampflok gefahren. Das wollten wir doch haben. Haben den Fehler entdeckt, auch sehr gut. Dampflok hat nochmal gepfiffen. So. Was haben wir heute gemacht? Das haben wir gemacht. So, mit dem Straßenbahnmasten
Müssen wir nochmal schauen, wie genau wir das dann hier gestalten. Ich merke auch gerade, hier ist noch irgendwie, hier sind falsche Texturen drunter. Falsch. Hier muss mal noch Asphalt drunter, weil hier scheint noch Gras durch. Genauso hier. So, jetzt.